Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, alles war vorbereitet. Der Gottesdienstablauf war durchgeplant, die Chöre hatten geprobt und am kommenden Wochenende hätte auch ich mit der Gemeinde in Oberammergau Gottesdienst gefeiert. Ein Gottesdienst für alle Menschen sollte es sein, in unserer wunderschönen St. Peter und Paul Kirche. Doch nun steht Ostern nur noch im Kalender, so scheint es. Ausgerechnet dieses höchste christliche Fest, das nicht nur mir als katholischem Theologen so sehr am Herzen liegt. Im Erzbistum München und Freising wurden Firmung und Erstkommunion wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus bis Pfingsten verschoben. Gottesdienst findet seit Wochen öffentlich nicht mehr statt. Selbst unsere weltberühmten Oberammergauer Passionsspiele wurden auf das Jahr 2022 verschoben. Ihr könnt euch vorstellen, wie mir zumute ist. Noch vor einem Jahr saß ich im Passionstheater Oberammergau und habe mir das Stück Die Pest angeschaut. Darin wird beschrieben, wie es zu den Passionsspielen kam, wie die Menschen gelobten, alle 10 Jahre die Passionsspiele aufzuführen, wenn die Seuche und das Leiden Oberammergau nur bitte schnell verließen. Und ihr könnt mir glauben, nie hätte ich mir träumen lassen, dass wir heute in einer ähnlichen Situation sind wie die von der Pest verfolgten Menschen des Jahres 1633. Doch ich versuche in dieser schweren Zeit auch das zu leben, was uns Christen in der Not immer besonders stark gemacht hat. Hoffnung. Hoffnung darauf, dass die fast schon ungewohnte Nähe zu unserer Familie einen neuen Gemeinsam hervorbringt. Hoffnung darauf, dass wir alle uns an die Schutzmaßnahmen der Staatsregierung halten, damit das Virus gebremst und unsere Medizinwesen nicht überlastet wird. Hoffnung auf eine neue Normalität nach der Pandemie, auch wenn wir sicher noch schwere Wochen vor uns haben. Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln, hat einmal der von den Nazis ermordete Theologe Dietrich Bonhoeffer gesagt. Er hat recht. Weil Ostern Hoffnung macht. An diesem wichtigsten aller christlichen Feste feiern wir, dass Jesus den Tod besiegt hat, dass er auferstanden ist, von den Toten erweckt wurde und uns damit Hoffnung gegeben hat auf ein ewiges Leben. Und so wünsche ich Ihnen und Ihren Familien trotz der außergewöhnlichen Umstände ein frohes Osterfest, Ruhe und inneren Frieden. Bleiben Sie gesund. Und Gott schütze sie.